Leute, heute habe ich mal wieder einen Knaller für euch. Ich habe ja gesagt, dass auch Rammstein, dass ich glaube, dass das auch wieder eine gezielte Attacke auf alles Männliche und auf Männer als solches ist. Und das ist natürlich für jemanden, der praktisch neu in dieser Debatte ist, relativ schwer zu glauben und denkt, oh, der Pütz hier mit seinen Verschwörungstheorien. Tja, liebe Leute, dann zieht euch doch mal bitte das hier rein. Dass Polizisten keine Bademeister sind und auch keine sein wollen, ist klar. Dass vor allem Hitze und nicht Herkunft zu Aggression und Gewalt führen kann, auch. Unsere Reporter Paar Plus findet, männerfreie Tage würden den Freibädern guttun. Männerfreie Tage. Ja, ihr habt richtig gelesen, liebe Männer und liebe Frauen. Die Männer sind das Problem. Natürlich wäre das Problem gelöst, wenn wir einfach alle Männer aussparen würden. Denn ganz klar, diese Straftäter sind Männer. Aber es gibt dann noch etwas, worüber die Presse nicht so gerne redet, was diese gemeinsam haben. Also alle Männer rauszuschmeißen aus dem Freibad, weil bestimmte Männer dort Gewalttaten verbringen, ist genauso wie zum Beispiel allen Frauen das Gebären zu verbieten, weil es überwiegend Frauen sind, die ihre Kinder umbringen. Ja, also wenn ihr mal Kindsmord und so googelt, dann sind das überwiegend Frauen, die ihre Säuglinge ermorden. Warum machen wir denn nicht einfach geburtsfreie Monate, dann werden auch keine Kinder mehr umgebracht. Das wäre doch was. Also so ein Blödsinn. Wir wissen doch alle, wer diese Männer sind, die da Trouble machen in den Freibädern. Ich bin Kind der 80er und 90er Jahre. Ich war etliche Male in den Freibädern und ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Älteren können es mir gerne mal sagen. Da war eine Schlägerei eine absolute Rarität. Und wenn, dann ging es wirklich um eine Schlägerei und nicht irgendwie Messer oder Befummeln von Minderjährigen. Das gab es da nicht. Das gab es auch schon vor 10 Jahren nicht. Das gibt es aber jetzt langsam immer mehr. Und die Freibäder scheinen immer mehr zu Gefahrenzonen zu gehen. Jetzt kann man natürlich das alles immer mit rechts und Nazi und sonst was wegreden. Aber es hilft ja keinen. Ich sag's nochmal, ich verstehe nicht, warum das diese linken Spastis nicht verstehen. Nur weil das überwiegend Ausländer sind, die da dieses Verbrechen begehen, bedeutet das ja nicht, dass alle Syrer, Afghanen oder wer da am Werk ist, dass die alle schlechte Menschen sind. Das ist kein Rassismus. Es ist ja auch ein bestimmtes Klientel, was sich aufmacht nach Deutschland, um hier einzuwandern. Ja? Also, man muss die Probleme benennen können, um Lösungen zu finden. Und wenn ihr das immer noch weiter als Rassismus oder sonst was diffamiert und jeden in die rechte Ecke stellt, der das auch nur thematisiert, macht ihr euch lächerlich, ihr treibt die Zahlen der AfD nach oben und ihr löst das Problem nicht, liebe Linke. Also vielleicht solltet ihr einfach mal den Elefanten im Raum benennen und dann können wir das gemeinschaftlich angehen, das Thema, anstatt wieder uns Männer alle dafür verantwortlich zu machen. Also wirklich sowas von infam, das gibt's überhaupt gar nicht. Kotzt mich an. Also in diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen und drückt mir die Glocken. Bis dann, euer Maximilian.